Der wartet immer noch drauf auf Marek. Sieht so aus. Aber glaubst du wirklich, dass die jetzt ins Büro einbrechen wollen? Warum nicht? Das Haus ist dunkel, die Frau ist nicht da. Das können die ja nicht an, dass wir schon alles mitgenommen haben. Jetzt kommt sein Freund dazu. Der Chef hat gesagt, man in diesem Regal. Ist bei dir drüben was? Warum ist das? Polizei, los, Hände hoch! Hände hoch! Hände in den Kopf, Gesicht zur Wand. Das nenne ich mal eine beachtliche Karriere. Autodiebstahl, Einbruch, räuberische Erpressung. Das war mal. Ach ja. Sie sind vor 5 Jahren in Ihr Heimatland Polen ausgewiesen worden. Dort werden Sie seit 1 Jahr gesucht. Oh, wegen Mordes. Das ist nur Verdacht. Nur Verdacht, ja. Die Kollegen in Polen halten Sie für einen Auftragskiller. Was sagen Sie denn dazu? Auftragskiller? Sehe ich aus wie Auftragskiller? Ich habe doch gesagt, das ist nur Verdacht. Klar. Bei den Taten in Polen wurde höchstwahrscheinlich diese Waffe benutzt. Die haben wir in Ihrem Hotelzimmer gefunden. Und auch dieses Foto von dem Wirtschaftsanwalt Peter Rogge war in Ihren Sachen. Hinten drauf steht seine Adresse. Keine Ahnung, wo das kommt her. Habt ihr mir reingesteckt oder so? Da wissen Sie wahrscheinlich auch nicht, wo diese Sachen herkommen. Handschuhe, Maske. Eine zweite Waffe. Bargeld, eine ganze Menge sogar. Und ohne Ende gefälschte Pässe. Hä? Ihr könnt mir nichts nachweisen. Hä? Okay. Von mir aus. Illegal Waffe besitzt oder so, aber sonst. Ja, ganz sicher. Wir haben doch ausgemacht, dass mein Handy bleibt aus, bis es geht los. Heute ist mein Einsatz. Hä? Aber du hast den Auftrag mit dem anderen doch schon ausgeführt. Dafür geht Ihnen das Lachen nicht wahr? Also für mich hört sich das so an, als hätte Ihr Boss Ihnen den Auftrag gegeben, den Anwalt zu beseitigen. Das sieht nicht gut für Sie aus. Aber wenn Sie jetzt mit uns zusammenarbeiten, dann kann sich das durchaus vor Gericht positiv für Sie auswirken. Also, ich frage Sie jetzt nur einmal. Haben Sie von Arndt Hansen den Auftrag bekommen, den Anwalt zu töten? Nein, Mann, so ist das nicht gewesen. Der Arndt ist sauber. Dimitri hat mir den Auftrag gegeben. Ah, Dimitri? Dimitri Maledjew. Das ist die rechte Hand von Arndt. Ach, guten Tag. Hallo. Hallo. Gibt's hier eine Firmenschließung oder sollen einfach nur Beweise vernichtet werden? Ach, weder noch. Wir brauchen Platz für neue Akten. Das Geschäft brummt einfach. Das Geschäft brummt. Ist das bei Mordaufträgen auch so? Sie sind doch Dimitri Maledjew. Ja. Und was wollen Sie von mir? Sie werden beschuldigt, einen Mord in Auftrag gegeben zu haben. Und jetzt sind Sie vorläufig festgenommen. Lassen Sie mich in Ruhe. Hände auf den Rücken. Schön los. Ruhig bleiben, ja? Herr Hansen, eigentlich glaube ich ja, dass Sie der Drahtzieher sind, dass Sie den Mord in Auftrag gegeben haben. Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Wir haben mit dem Ganzen nichts zu tun. Und meine Mitarbeiter auch nicht. Also. Sie sind also alle völlig unschuldig. Wenn Sie so unschuldig sind, dann können wir uns hier ja auch mal umsehen und in Ihren Privaträumen. Ist doch seltsam, oder? Ah, na, wie war die Durchsuchung? Also was die Steuerhinterziehung angeht, war schon einiges dabei. Aber von dem Vermissten fehlt weiterhin jede Spur. Ich bin so sauer, dass wir diesen arroganten Chef laufen lassen mussten. Der steckt doch 100 pro unter dem Mordauftrag. Alex, was willst du machen? Der Telefonmitschnitt reicht dem Staatsanwalt einfach nicht. Aber immerhin bleibt dieser Dimitri in Gewahrsam. Fassen wir doch mal zusammen.
Wir haben einen verschwundenen Wirtschaftsanwalt, der einen großen Steuerbetrug auffliegen lassen wollte. Und das morgen bei der Staatsanwaltschaft. Die Betrüger wussten davon und wollten ihn deswegen umbringen. Vielleicht hat er das geahnt und ist abgetaucht. Und das Blut in der Küche? Ja, das war ja nicht so viel. Vielleicht hat er sich einfach nur geschnitten oder so. Das glaube ich kaum. Und verschwindet ohne sein Handy und lässt alle Termine sausen. Nee, ich glaube, da ist irgendwas passiert. Und wenn es wirklich die Ehefrau war? Ich meine, selbst wenn die mit ihrem Lover im Hotel gewesen ist, die hätte locker für ein, zwei Stunden verschwinden können, ohne dass das jemandem aufgefallen wäre. Also, hier ist die Akte von damals. Ihr erster Ehemann war ein geübter Bergsteiger. Und so einer kommt bei einer simplen Bergwanderung ums Leben. Du meinst, sie hat vielleicht ein bisschen nachgeholfen? Kann doch sein. Vielleicht hat sie ihn geschubst. Und kassiert noch 200.000 Euro von seiner Lebensversicherung. Ja, selbst wenn es damals kein Unfall war, sondern wirklich Mord. Nach so einer langen Zeit wäre das verdammt schwer, das zu beweisen. Ja, schon klar, aber der Fall wurde damals nicht auf ein mögliches Verbrechen hin untersucht. Also alle gingen von einem Unfall aus. Und wenn die Frau nichts zu verbergen hat, dann wird sie ja wohl auch mit uns kooperieren, oder nicht? Na? Und? Hast du was Neues? Allerdings. Du weißt doch noch, wann ihr erster Ehemann verunglückt ist. 2002, Oktober, glaube ich. Genau. Ich habe jetzt mal Kontakt aufgenommen zu dem Bestatter von damals. Hier, guck mal. Frau Rietz, wie lange wird das Ganze hier noch dauern? Wonach suchen Sie überhaupt? Ich glaube, wir haben schon gefunden, wonach wir suchen. Frau Rocke, wir haben mal ein bisschen in Ihrer Vergangenheit gestöbert. Und da haben wir so einiges gefunden, zum Beispiel das hier. Eine Lebensversicherung auf den Namen Ihres ersten Mannes. Ja, und? Da haben Sie ja richtig Glück gehabt, dass er nicht zwei Wochen vorher gestorben ist, sonst hätten Sie ja gar nichts bekommen. Also von Glück kann man wirklich nicht sprechen, wenn man einen geliebten Menschen verliert. Was wollen Sie damit überhaupt andeuten? Ja, die Versicherung hat gezahlt, weil es ein Unfall war, ein tragischer Unfall. Ja, ein ganz tragischer Unfall. Aber komisch ist das hier. Was ist das? Ein Kostenvoranschlag aus dem Jahr 2002 vom Bestattungsdienst. Ja, das ist das Jahr, in dem mein Mann verstorben ist. Ja, Ihr Mann ist im Oktober 2002 verstorben. Diesen Kostenvoranschlag haben Sie sich aber machen lassen im August 2002. Sie wollten schon zwei Monate, bevor Ihr Mann ganz dramatisch ums Leben gekommen ist, wissen, was da finanziell auf Sie zukommt. Erklären Sie uns das doch mal. Gut. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Und was haben Sie mit Ihrem jetzigen Ehemann gemacht? Ich habe mit Peters Verschwinden nichts zu tun. Ich war mit Thorsten im Hotel. Mhm. Das klären wir. Sie kommen jetzt erstmal mit zur Anstelle, bitte schön. Die Verdächtige hat den Mord an ihrem ersten Mann gestanden und wird gerade dem Haftrichter vorgeführt. Ja, aber mit dem Verschwinden ihres zweiten Mannes wird sie nichts zu tun haben. Michael Gerrit, ich glaube, das betrifft auch einen Fall. Mein Name ist Elena Rogge. Ich bin überfallen worden, in meiner Wohnung. Erst hat er mich bedroht und dann hat er mich geschlagen. Bleiben Sie ganz ruhig. Nehmen Sie Platz, bitte. Ganz ruhig. Also, wer hat das getan? Ich weiß es nicht, aber er wollte wissen, wo mein Bruder ist. Ja, und was haben Sie gesagt? Ich habe ihm die E-Card gezeigt. Was denn für eine E-Card? Ich habe heute Geburtstag. Und mein Bruder hat mir die E-Card geschickt. Noch einmal, Ihr Bruder lebt? Wieso haben Sie uns nicht informiert? Das wollte ich ja, aber dann kam dieser Kerl und... Okay, okay. War es vielleicht einer von denen hier? Der da. Der ist es gewesen, ich bin mir ganz sicher. Hey, Schwesterherz. Ich wünsche alles Liebe zum Geburtstag. Es tut mir leid, dass ich nicht vorbeikommen kann. Aber mir geht es im Moment nicht sehr gut. Ich musste einfach mal weg. Sabine betrügt mich. Ich bin erstmal in einem Hotel, um mir Gedanken über meine Zukunft zu machen. Liebe Grüße, Peter. Wo ist der bloß? Ich habe eine Idee, wie wir das rauskriegen können. Entschuldigen Sie, Ritter von der Kripo. Dieser Mann hier hat sich heute Morgen von hier aus ins Internet eingeloggt. Kennen Sie den? Der ist hier gewesen schon so ein paar Mal. Und wann ungefähr? Ja, so immer früher und abends. Wann denn abends? Wie viel ungefähr? Ja, schon ungefähr 18 Uhr. So.
Na, gute Stunde. Wollen wir hier warten? Gehen wir raus. Okay. Danke. Schönen Abend. Danke. Ich glaube, ich spinne. Guck mal da. Was macht denn der hier? Der Hansen. Ich rufe Verstärkung. Leitstelle für KF, wir brauchen Verstärkung. Leitstelle hier. Haben verstanden. Sag mal, was macht der hier? Der hat ja auch schon gecheckt, wo Rogge seine E-Mails checkt. Ja, aber woher? Der muss ja echt die besten Connections haben. Der hat ja anscheinend überall seine Finger drin. Wollen wir den festnehmen wegen dem Überfall auf die Schwester? Nein. Jetzt warten wir erst mal ab. Was kommt da? Der Hansen sitzt da drin. Es gibt Ärger. Komm. Scheiße. Der hat eine Waffe. Waffe runter, Polizei, Waffe runter! Ah, schon gut. Was soll denn das, hä? Hallo Kollegen, Herr Hansen braucht ein Taxi ins KF, los, Abmarsch. Was ist denn hier los? Wieso Polizei? Habt ihr denn den Hansen überwacht? Hansen? Wir haben Sie gesucht, seit 3 Tagen. Mich? Ja, wir dachten, Sie wären tot. Ich wollte nur meine Ruhe haben, paar Tage. Sind Sie verletzt? Ach, das habe ich mich am Montag geschnitten, bevor ich ins Hotel gezogen bin. Wenn Sie wüssten, was deswegen alles los war.